für Ernährung und Landwirtschaft zur Beantwortung steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbart. Ich rufe auf die Frage 18 des Abgeordneten Friedrich Ostendorf zur Entwicklung der Anzahl von Kühen in Weide- und Stallhaltung. Bitte, Frau Staatssekretärin. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, Angaben zur Weidehaltung von Rindern wurden bislang einmalig im Rahmen der Landwirtschaftszählung 2010 für das Kalenderjahr 2009 erhoben. Von den damals in Deutschland insgesamt erfassten 4.202.200 Milchkühen hatten 1.754.800 Tiere, das sind 41,8%, im Kalenderjahr 2009 Weidegang. Die durchschnittliche Verweildauer der Milch in den Milchviehbetrieben mit Weidehaltung betrug 24 Wochen. In Niedersachsen wurden 783.000 Milchkühe gezählt, darunter 536.700 Tiere, das sind 68,5%, mit Weidegang im Kalenderjahr 2009. Die durchschnittliche Weidedauer in den niedersächsischen Milchviehbetrieben mit Weidehaltung betrug ebenfalls 24 Wochen. Aktuellere Zahlen der Offizialstatistik zur Weidehaltung liegen der Bundesregierung nicht vor. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Schönen Dank für die Beantwortung dieser Frage, Frau Staatssekretärin. Führt natürlich zu einer weiteren Frage von mir. Teilen Sie meine Einschätzung, dass mit steigenden Beständen, größer werdenden Beständen, der Anteil der Weidehaltung sinkt? Herr Abgeordneter, das vermag ich nicht abschließend zu beantworten. Ich kann aber sagen, dass aus tierschutzrelevanten Gründen die Frage Weidehaltung natürlich besonders günstig einzuschätzen ist. Ich verweise auf Ihre nächste Frage. Aber auch die Haltung in Offenstellen, insbesondere dem Sozialverhalten und der Bewegungsfreiheit des Bewegungsdrangs der Tiere ebenso entgegenkommen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass mit größer werdender Konzentration in immer größeren Betrieben der falsche Weg beschritten wird und dass wir politische Maßnahmen entwickeln müssen, diese Entwicklung einzudämmen, wie wir es im Nachbarland Holland zum Beispiel haben? Herr Kollege Ostendorf, wenn Sie das Handeln der Bundesregierung verfolgt haben und jetzt auch die Niederlegungen im neuen Koalitionsvertrag, der hoffentlich zur Geltung kommen kann und realisiert werden kann, nachlesen, so legt die Bundesregierung großen Wert auf Familienbetriebe und auch großen Wert auf die Erhaltung des Grünlandes. Beides sind Punkte, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Wir kommen damit zur Frage 19 des Abgeordneten Friedrich Ostendorf zur Verbesserung des Tierschutzes in der Milchviehhaltung durch